Geh doch bitte ans Telefon. Servus, ich melde mich wegen Ihrer Quonka-Anzeige, dem Jagdwagen. Ja, Ja. ist nicht verfügbar, müssen wir bestellen. Ist das ein sogenannter Pferdekutschenwagen? Ja. Okay, ich habe gar nicht gewusst, dass man sowas auch den Jagdwagen nennt. So, willst du ernsthaft was kaufen? Ich weiß nicht, warum Sie das anzweifeln. Ich möchte damit in den obligatorischen Sonnenuntergang jeden Tag hineinkutschieren. Dann gehst in Sachsen, gehst bei Sachsen nach Kutschenhandel Sachsen, die haben sowas da, mein Freund. Da kannst du in den obligatorischen Sonnenuntergang reinreiten. Ach Leute, ich musste dieses Wochenende wirklich eine sehr wichtige, aber auch sehr schmerzhafte Erfahrung sammeln, beziehungsweise erfahren, erleben. Ich bin zu der wichtigen Erkenntnis gekommen, dass ich noch nicht asozial genug bin. Noch lange nicht. Ich muss noch viel schlimmer werden, weil quasi der die Dienstpläne schreibt, der hat mich angerufen. Ja, er hat mich angerufen. Ich bin diesmal nicht ans Telefon gegangen. Er wollte wahrscheinlich, dass ich Samstagabend wieder zur Nachtschicht einspringe. Und dann hat er mich fünfmal insgesamt angerufen. Ich habe ihn konstant ignoriert. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist nicht, dass er mich fünfmal angerufen hat. Es ist auch nicht das Schlimme, dass die keine Leute haben zum Einspringen und dass er deswegen einen mit fünf Anrufen hintereinander auf die Eier gehen muss. Nein, das ist nicht das Schlimme. Das ist bei weitem nicht das Schlimme. Das gibt's überall auf der Welt. Jeder auf der Welt muss irgendwo mal einspringen oder jeder versucht, jeden zum Einspringen zu überreden und alles. Das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass ich dabei ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich das Ganze ignoriert habe. Ich habe mich dann wirklich für den Rest des Abends schuldig gefühlt. Weil ich mir gedacht habe, jetzt sind die ja vollkommen im Arsch, weil es sind halt nicht genug Leute da. Und ich habe tatsächlich ein schlechtes Gewissen gehabt. Anstatt, dass ich diese Person dafür unfassbar hasse, dass sie es überhaupt gewagt hat, mich in meiner Privatzeit anzurufen, dafür müsste ich diesen Mann abgrundtief verachten. Stattdessen habe ich mich schuldig gefühlt. Das heißt, ich bin noch viel zu sozial. Ich muss so eine richtige asoziale Drecksau werden. Also nicht nur ein Suff, auch richtig. Auch richtig. So, ich benehme mich im Suff wie das schlimmste, asozialste menschliche Stück Dreck. Und das muss ich auch mal nüchtern sein können. Stattdessen hatte ich ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich mir dafür einen bunten Abend gemacht habe. Stattdessen hatte ich ein schlechtes Gewissen gehabt und ich könnte heulen, ich könnte wirklich heulen, dass ich da noch so gestrickt bin. Ich könnte wirklich heulen, dass ich noch diese Gutherzigkeit, diese Nettigkeit in mir habe, die mich dazu treibt, von anderen Menschen geknechtet zu werden. Das muss ich unbedingt in puren Hass umwandeln, sodass ich dann im Endeffekt ein gutes Gewissen habe, wenn ich es mir an einem Samstagabend gemütlich mache. Alter, 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 das wollte ich nochmal loswerden. Das ist wirklich wichtig, das hier auch nochmal für mich festzuhalten, weil es ist wirklich, Menschen können so grausam sein, wenn man zu nett ist. Menschen können so grausam sein. Sie rufen einen fünfmal an, weil sie denken, ach, der ruft bestimmt gleich zurück, der ruft bestimmt gleich zurück. Gehe ich ihn am besten nochmal richtig schön auf die Eier! Bitte? Servus, ich melde mich wegen Ihren britisch-Kurzhaarkitten.
Ja. Ja, da steht irgendwas mit Stammbaum. Stammbaum, geimpft, gechippt. Okay, Aus gut. Impfausweis. Ich würde gern den Stammbaum erwerben. Ein Stammbaum. Nee. Ich reiche Sie mal weiter. Einen kleinen Moment mal bitte. Dankeschön, danke. Ja. Servus, ich melde mich wegen Ihrer Quonk-Anzeige, dem BKH-Kitten. Ja. Ja, ich würde gern Ihr Kätzchen erwerben. Also Ihre Frau hat jetzt irgendwas mit Stammbaum verstanden, das ist aber, ich weiß nicht, Ach also so. ich möchte gern das Kätzchen erwerben. Ja, okay. Dann war das einfach nur ein Missverständnis. Das kommt daher, verstehen Sie es vielleicht so, manche Leute rufen an und versuchen auf irgendeine Art und Weise an einen Stammbaum ranzukommen, den sie kopieren und praktisch dann vorgeben können, um mit eigenen Katzen zu handeln. Ja, und daher Ja. war es sie vielleicht ein bisschen gebranntes Kind. Ja, das kann ich voll und ganz verstehen. Ja, okay. Nur bin ich jemand, der nur zum Spaß nach dem Stammbaum fragt. Ja. Ja, oder um praktisch den zu kriegen. Ja, die haben natürlich einen Stammbaum, ja. Ja. Den können Sie natürlich auch einsehen. Nur wir reichen den nicht inhaltlich weiter. Das meinte sie wahrscheinlich. Ach so. Nee, ich möchte an den Ursprung des Stammbaums eigentlich rankommen. An den Ursprung, das ist der das Zuchtbuchamt vom ARKZV. Ich denke mal, das brauche ich als Haustier. Okay. Also, ich habe ein schweres Wochenende hinter mir. Ja, das macht nichts. Ja. Ja, was meinen Sie mit, ach so, den Ursprung des Stammbaums, das meinen Sie uns damit vielleicht, oder? In der Tat, ich möchte Sie als Ach so. Haustier halten. Mich. Na, Ihre Frau. Okay. Ja, ich hoffe, das ist jetzt keine unangenehme oder unangebrachte Frage, aber ich habe mir schon ziemlich Gedanken über meine moralische Einstellung gemacht und deswegen brauche ich auf jeden Fall jemanden, dem ich Stammbaum zweckmäßig als Haustier halte. Da verstehe ich jetzt Sie gar nicht mehr. Ja, das ist. Ich verstehe mich ja selbst nicht mehr. Das ist wohl ein sehr schweres Wochenende, was Sie hinter sich haben. Ja. Ach, es tut mir leid. Ja. Ja, können wir das irgendwie aufklären jetzt? Naja, am besten mit einem Stammbaum. Also Sie wollen gar keine Katze, Sie wollen einen Stammbaum. Richtig. Nein. Ja, das hat Ihre Frau auch gesagt. Da bin ich jetzt wohl an zwei Neins angestoßen und muss mich deswegen für meine Unhöflichkeit entschuldigen. Ja, okay, angenommen. Ja. Okay, dann versuchen wir es mal anderswo. Das Gleiche, danke. Ja, okay. Tschüss dann. Ciao. Servus, ich melde mich wegen Ihrem Brennholz. Wie ich sehe, haben Sie davon sehr reichlich. Was heißt reichlich? Naja, ganz schön viel. Ne, nicht viel. Ach so. Wie viel wollen es denn? Wie bitte? Wie viel wollen es denn? Naja, ich habe vor, eine Bowlingbahn zu eröffnen und da möchte ich aus diesen Brennholzstücken gerne Kegel schnitzen. Ja, ist doch klar. Wenn sie mit der Scheiße nicht aufhören, dann mach stille Strafanzeige, ist das klar? Ja, das ist klar. Okay, dann lass es das bleiben. Mach Weil ich. letztes Mal, die Kollegen, wo angerufen haben, vergessen ihre Nummer auszublenden. Und Ach dann geht so. es ruckzuck, gell? Ich habe aber Tschüss. keine Kollegen. Ich bin ein Einzelkämpfer. Dann ist gut. Dann machen sie bei wem sie wollen und nicht bei mir. Es tut mir leid. Ich hoffe, es war deutlich. Tschüss. Ciao. Vielleicht sind die Leute auf Kleinanzeigen ein bisschen entspannter. Servus, ich melde mich wegen Ihrem Frauenurinal. Tja.
aber nicht gesprächsbereit. Na gut, wenn niemand mit mir reden will, dann lasse ich eben jemand anders für mich sprechen. So einfach ist das, dafür habe ich euch. Hallo? Servus, wir melden uns wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige, dem Wii Ja. Nunchuck. Wir haben allerdings noch keine Wii-Konsole. Wir wissen auch gar nicht, ob man sowas heutzutage überhaupt noch benutzt. Deswegen haben wir erstmal angerufen, um zu fragen, ob Sie überhaupt Spaß haben mit so einer Wii-Konsole, ob Sie es empfehlen können. Also muss jeder selber wissen. Für andere ist wie gut, für andere nicht. Naja, wir sammeln gern die Meinungen von anderen Leuten. Wir sind hier quasi in einer Teamsitzung mit Ach Angie. so, ah, okay. Deswegen rufen Sie auch mit unbekannter Nummer an, ne? Na, das machen wir aus Sicherheitsgründen. Man weiß ja nie, wer am Ende der Leitung Ja, hängt. klar. Schönen Sonntag. Das Gleiche. Fuck! Niemand will mit uns reden! Es gibt's doch nicht, bloß weil wir die Nummer unterdrückt haben, Mensch! Ah, ich gucke jetzt einfach Max ein Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ich hab die Schnauze voll!